Die Städtebauförderung bedeutet für eine Kommune wie die Stadt Bischofsheim große Vorteile, gerade im Hinblick auf die Innenentwicklung. Für unsere Kommunen, vergleichbar auch Land auf, Land ab, ist es eine Herausforderung für die Zukunft, die Innenentwicklung, dass den Leerstand in den Innerorten zu vermeiden und teilweise auch zu beheben. Und da ist natürlich die Städtebauförderung ein gutes Instrument, um Anreize zu schaffen für die Bevölkerung, aber auch für Investitionen der Kommune, um eben hier tätig zu werden und Leerstände zu beseitigen oder zu vermeiden. Weil dieses Gebäude schon jahrelang leer stand, hat man dann die Idee gehabt, man will das richtig vermarkten. Gemeinsam mit der Städtebauförderung ist dann ein Flyer entwickelt worden, auf dem so Skizzen waren, wie man es möglicherweise umbauen könnte und umnutzen könnte, das Wohnhaus, oder sanieren könnte. Und es waren Beispiele aufgezeigt. Welche Förderung kann man bekommen für die Immobilie? Wie sind die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten? Das Haus ist so Ende des 19. Jahrhunderts gebaut worden und war, als wir das gekauft haben, in einem recht desolaten Zustand, weil es vorher ca. 35 Jahre leer stand. Das Haus ist generell auf neuesten Stand gebracht. Also von Isolierung natürlich, klar, der Altbau, Fußbodenheizung, Lüftungsanlage sogar. Also an sich wirklich Stand der Technik. Im hinteren Bereich war eine ganz große Scheune, die haben wir abgebrochen und haben dadurch Raum geschaffen, um da was Neues, Modernes eben noch mit anzubauen, um etwas mehr Platz zu schaffen. Sodass man also auch trotzdem hier im Innenstadtgebiet, wie man sieht, schön abgeschirmt auch wirklich ganz eine Privatsphäre hat und schön draußen sitzen kann. Hilfreich auf jeden Fall von der Stadt auch bei der Planung. Im Vorfeld ja auch schon ein bisschen, war schon mal so ein kleines Leaflet da, wo das Haus schon mal dargestellt wurde, wie man es vielleicht sanieren könnte. Auf jeden Fall lohnend. Wir haben es nicht bereut, das gemacht zu haben. Und wir würden uns freuen, wenn wir noch viele Nachahmer finden würden, dass die Altstadt einfach auch belebt bleibt oder wieder wird. Ja, also hier war früher ein altes Anwesen, baufällig zum Teil mit Stall und Scheune. War etwas schwierig, weil es musste alles abgerissen werden, zum Teil abgerissen werden. Der Sockel ist noch geblieben von dem Ganzen. Das war die Stallung und da haben wir die Heizung reingebaut. Da hinten war mal die alte Scheune. Die haben wir dann weggerissen, haben hier ein Carport und noch einen kleinen Lagerraum. Obendrauf eine schöne Terrasse mit einem schönen Blick dann nach hinten raus.